Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Heute geht es um das Thema Beziehungen, weil Sebastian Hirsch hat mir eine Mail geschrieben. Er folgt mir auch und ist immer sehr kritisch meinen Beiträgen gegenüber und ich bin ihm sehr dankbar dafür, weil durch Kritik kann ich wachsen und ich kann ja selber überlegen, ob ich das annehme oder ob ich es sein lasse, was ihr mir sagt. Und Beziehung ist ein riesengroßes Thema und ich fange mal an, ein Beispiel zu erklären, was mir gerade spontan eingefallen ist, weil ich hier ja durch meine Facebook-Seite und durch meine private Seite sehr, sehr viele Einblicke bekomme, gerade wie Menschen Beziehungen, also die Beziehung, die ich mit euch habe, in dem Falle, ich kommentiere, ich versuche euch zu spiegeln und die Antworten, die ihr mir dann gibt, die ihr mir dann gebt, die zeigen mir sehr, sehr viel von euch und ihr wisst das meistens gar nicht so, weil das fühlt sich dann teilweise so, so schmerzvoll an. Und ich habe mir auch überlegt, das letzte Video, was ich gemacht habe, das wirkte irgendwie so für mich persönlich selber so ein bisschen so plump, so trocken, zwar voll bewusst und voll schön, aber das war das Ego. Ihr könnt ja selber entscheiden, ob ihr das bewusst und schön findet, aber ich wollte es quasi vorweg euch, ja, an die Hand geben, was ja in dem Sinne. Okay, ich lenke schon wieder selber ab. Erstmal nochmal kurz zu der Erklärung dieser Kette hier. Ich finde, das ist wunderschön als Beispiel zu betrachten, weil in meinen Augen, beziehungsweise doch, ja, doch, in meinen Augen ist jeder Mensch wie eine Münze. Man hat eine glanzvolle Seite und halt eine Seite, die man eher so verbergen möchte. So diese eine Seite, die zeigt man nur seinen besten Freunden so. Nur die besten Freunde wissen, dass man eine böse Krankheit hatte oder dass man vielleicht Koks nimmt oder irgendwelche anderen bösen Drogen oder vielleicht, ja, das ein oder andere Computerspiel zu gerne spielt. Das wissen deine Arbeitskollegen nicht, das weiß dein Chef auch nicht, weil warum? Ich mache doch meine Arbeit gut. Wunderbares Beispiel an mir selbst mit meiner Glücksspielautomatensucht. Meinen besten Freunden konnte ich das natürlich nicht verheimlichen, also meiner Familie auch nicht, weil wenn das Geld knapp war oder ich dann halt wieder Geld brauchte, weil ich es verzockt habe, mein eigenes Geld hat dann nicht mehr ausgereicht. Und ja, dann war ich nicht bereit, meinen Konsum einzuschränken, sondern wollte weiter sozusagen durch die Wand allem, was ich habe. Und ich brauche Geld. Ich kann jetzt nicht die letzten 2 Wochen nur noch Reis mit Ketchup essen, sondern ich brauche Geld, verdammt nochmal. Nimmt mich denn an ernst, kriegt das alles wieder, ich bin doch Beamter, ihr kriegt das Geld wieder. Das wisst ihr doch. Das wisst ihr doch. Und in dem Moment, wo ich das mache, habe ich einen Anspruch an eine andere Person, dessen Problem das überhaupt gar nicht ist. Das ist ja mein Problem. Ich kann ja auch mit Reis und Ketchup überleben. Also mein Körper überlebt damit. Aber ich will mehr, ich will mehr, ich will immer mehr. Ich bin ein Spieler. Ich spiele, ich brauche auch Schnitzel, ich brauche Pommes, ich brauche das Paradies. Was kann ich denn dafür, dass ich das Geld verzockt habe, was ich gar nicht hatte? Ja, das ist mir jetzt bewusst geworden. Jetzt ist es zu spät, jetzt ist das Geld ja schon weg. Ne? Immer wieder, jeder Monat aufs Neue, zack, zack. Dann lief es mal wieder gut. Dann dachte ich, ja, Mensch, klasse. Hier, Mama, hast du noch einen Fuffi extra oben drauf? Ja, tollen Sohn hast du da, ne? Einen tollen Sohn hast du. Und im Endeffekt, 2 Wochen später das gleiche Spiel wieder. Mama, Mama, ich bin ja so ein toller Sohn, ne? Ich hab dir ja 50 Euro gegeben, ne? Du hast mir zwar schon 24 Mal in Folge immer eine Summe X vorgestreckt und gegeben, die dir dann quasi gefehlt hat, für deine Bedürfnisse, für die du gearbeitet hast, die dir zustehen. Aber ich bin doch dein Sohn! Du hast dich doch dafür entschieden, mich zu kriegen, mit deiner Liebe zu meinem Vater und sei dankbar dafür, dass ich existiere und meine Existenz kostet Geld. So, das meine ich mit diesem Peppiger. Also, ich habe mich da an Robert Betz orientiert, weil ich einfach finde, so dieses Trockene, dieses Hallo, am besten noch so diese klassische Brille noch dann so dabei, damit ich schlau wirke, so Hallo, ich weiß, wovon ich spreche, deswegen rede ich so bewusst und so wortgewandt mit den Wörtern, die ich hier quasi gerade im Lexikon rausgesucht habe. Ich lese hier auch gerade alles vor. Das tue ich nicht, alles Freestyle. Deswegen komme ich auch so oft in diese Kreise, wo ich mich dann von mir selbst wieder distanziere, weil ich so viel zu erzählen habe, aber ich weiß es nicht,
ich das alles so komprimiert zu euch so schieben kann. So. Beziehungen, genau, Beziehungen, nochmal Beziehungen. Da kann ich nochmal auf mein Tortenbeispiel hinweisen. Das mache ich öfters. Das Tortenbeispiel hat auch schon 280 Likes. Das wurde am 29.09.2016 bei mir bei Facebook gepostet. Anscheinend können sich damit viele Menschen identifizieren. Das freut mich sehr, weil was bringt mir das, wenn ich etwas quasi in meiner Fantasie gestalte, es rausbringe? Es ist genauso, wie wenn ich in meiner Fantasie ein Haus plane, weil ich Architekt bin, total die Vision habe. Ich habe alles im Kopf, alles geplant. Dann ist der Plan fest, dann kommen die Bauarbeiter, kostet alles verdammt viel Geld und dann klappt es nicht. Ja. Dann klappt es nicht, weil der Plan in meinem Kopf nicht geklappt hat. Da muss was verändert werden. Weil die Bauarbeiter bauen nur das, was ich geplant habe. Und wenn ich quasi in meiner Welt also das ist Kunst, nichts anderes. Und wenn ich in meiner Welt mit meiner Kunst, die ich euch schenke, ich versuche euch die Energie, die Liebe, ich versuche euch das zu schenken einfach. Wenn das nicht ankommt oder wenn das zu wenig Leute anspricht, dann stelle ich an mich persönlich den Eigenanspruch, einfach besser zu werden, versuchen es noch weiter runter zu leveln, damit noch mehr Menschen es verstehen. Das heißt nicht, dass ihr blöd seid oder dass ihr es nicht versteht, sondern einfach. Jetzt erkläre ich euch einfach das, was ich erzählen wollte. Jetzt weiß ich, warum ich das alles gesagt habe, weil ich jetzt wieder an dem Punkt bin, wo sich jetzt sozusagen in diesem Video diese beiden Parallelen schneiden. Und zwar Beziehungen, Schmerz. Wenn ich jetzt sage, ey, Freunde, ihr seid es alle nicht wert, so, ihr habt es alle nicht verstanden. Ihr seid das Letzte. Und dann denkt ihr, ach Dennis, was denkst du denn, wer du bist? Weil ihr mich spiegelt. Ja? Immer das Spiegeln, das ist ja schon, wenn wir morgens zur Arbeit kommen und die Welt umarmen, ja, hallo, wie geht's euch? Da denkt ihr entweder, weil ihr das denken wollt, Mann, ist das ein Idiot, hat er gerade das erste Mal nach 2 Monaten von seiner Frau Sex bekommen oder warum ist er jetzt so gut drauf? Ne? Oder ihr nehmt es einfach an. Ihr nehmt es an, weil ich sag's ja, ich bin's ja. Ne? Ihr spiegelt das und denkt so, wow, cool. Ich freue mich für den Dennis so. Ich freue mich für den Dennis, weil die Energie, die tanke ich. Und die kriege ich jetzt quasi kostenlos in meinen Rucksack. Und eigentlich bin ich gewohnt immer Scheiße. Ich sehe immer nur Scheiße überall, weil ich nur Scheiße sehen will. Ne? Wenn man morgens denkt, ah, die Arbeit, ne? Alles Scheiße und überhaupt, dann erschafft man sich Gegner für den Tag. Jeden, den man begegnet, selbst wenn wenn er sich freut, er freut sich. Der Gegner freut sich, hä? Wie kann der Gegner sich freuen? So, der Chef freut sich, so, hä? Habe ich ihn jetzt nochmal um 10.000 Euro reicher gemacht? Warum kriege ich davon nichts? Ne? Habe ich auch beim guten Robert habe ich auch einen passenden Beitrag in dem Hörbuch, was ich gerade im Auto höre. Wahrgenommen. Und zwar sagt er dort, dass jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich parallel hier mich auf den Facebook-Stream noch ablenken lasse. Das ist auch wieder etwas. Ich muss mich bremsen. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, Schmerz, Arbeitskollegen. Genau. Wenn man vorher schon gesagt hat, jedem, dem man begegnet, wird ein Gegner sein. Dann kann das gar nicht anders werden, als dass jeder halt ein Gegner ist. Und wenn man wenn man sich selbst als klein in seinem eigenen Betrieb bezeichnet, damit meine ich zum Beispiel ich will jetzt nicht Putzfrauen sagen, doch ich sage Putzfrauen. Dafür gibt es auch einen konformeren Begriff, der halt nicht so direkt ist wie Putzfrau, aber jeder kann sich mit Putzfrau identifizieren und die Putzfrauen da draußen, ich meine es nicht böse, wirklich nicht. Weil, was habe ich davon? So, ich will euch nichts Böses. Und wenn ihr das jetzt gerade als böse, so wie ich das sage, wahrnimmt, dann wollt ihr das so wahrnehmen. Das versuche ich zu erklären. Ja? Das heißt, jeder, der Schmerz fühlen möchte, wird diesen Schmerz fühlen. Ne? Weil eine gewisse Erwartungshaltung da ist. Der Dennis, der will uns hier irgendwas vom Leben erzählen. Der muss auch dann aufpassen, was er sagt. Weil, wenn ich mich jetzt schlecht fühle als Putzfrau, dann ist er da schuld. Nein. Du bist da schuld, weil du das möchtest. Ne? Weil, wer bin ich, dass ich mit diesem Wort Putzfrau irgendwas in dir auslösen könnte? So, ich bin Dennis. So, wenn ich zu dir sage, reg dich jetzt über mich auf, regst dich dann über mich auf? Nein. Wenn ich aber sage, du bist eine Putzfrau, du bist Putzfrau. Du bezeichnest dich zwar selber als Servicekraft, ja, aber es ist das Gleiche. Ne?
ist einfach nur ein anderes Wort, ne? So. Genau, gerade wieder. Das ist halt das Ding, wenn ich Freestyle mache, dann passieren interessante Sachen in meinem Kopf. Ich bin aber nicht durchgehend flüssig, weil dann wäre ich eine Maschine und ich bin ein Mensch. Und da muss man nochmal nachdenken. Ich versuche dann meine Gedanken zu sammeln. Auf der anderen Seite mache ich mir selber Druck, weil ich natürlich eure kostbare Zeit nicht länger in Anspruch nehmen möchte, als ich das müsste. Da komme ich quasi gerade in meinen eigenen Zwiespalt. Oh Gott! Oh. Man kann nur die Schmerzen empfinden, die man selber empfinden möchte. Wenn man eine Erwartungshaltung an seinen Partner zum Beispiel hat, in einer festen Beziehung oder an seine Familie. Super Beispiel auch, die Oma, die immer, auch wenn die Oma 70 ist und die Mutter schon 50, will immer wissen, ob das Kind, also die 50-jährige Frau, gut genährt ist, ne? Meld dich, wenn du zu Hause angekommen bist. Sind immer Erwartungen, immer Forderungen, ne? Wofür? Ne? Wofür? Ne? Wenn sie es nicht schafft, ist sie dann glücklich, wenn die Polizei sie sowieso anruft und dann sagt, ist nicht gut zu Hause angekommen? Oh Gott! Ne? Die nächste Erwartungshaltung, dann ist man gut zu Hause angekommen, ne? Hat vergessen, weil man so viele Sachen noch anderweitig hat, die halt für einen wichtiger sind in dem Moment. Dann ruft die Oma dann wieder so schmerzerfüllt an, so, ah, du wolltest dich doch melden, wieso hast du dich angerufen? Obwohl sie hört, dass es einem gut geht. Das ist ein Widerspruch. Widerspruch, weil sie ist ja dran. Hallo. Eigentlich könnte man sagen, ah, bin ich froh, dass ich dich gerade höre. Ich dachte schon, es wäre etwas passiert. Das sagt doch keiner. Ne? Ich habe dir gesagt, du sollst mich anrufen. Hast du denn jetzt genug gegessen oder soll ich dir noch ein Mittagsmenü mit Amazon, mit der Drohne, die es noch gar nicht gibt, zu dir rüberschicken lassen? Tschuh. Zurück in die Zukunft. Am besten noch, ich beame dir mal kurz die Linsensuppe rüber, damit du noch ein bisschen was isst. Weil wenn ich sie dir schicke, weiß ich ja, dass du sie isst. Das tut sie es ja gar nicht. Ne? Aber sie denkt das. Sie glaubt daran, ne? Weil die Linsensuppe ist so lecker. Hat sehr viel Liebe reingemacht und so. Ne? Und wenn sie das dann quasi rüberschickt, dann nimmt man das ja wahr. Oh, eine Fliege. Eine Fliege. Müssen wir diese Fliege zerstören? Nein, weil sie tut doch nichts. Ne? Wenn ich sie jetzt zerstört hätte. Ja! Sie umgebracht. Und warum? Keine Ahnung. Weil ich dachte, sie stört mich. Ich hab's gedacht. Gar keine Gedanken gemacht. Ich hab's einfach gemacht und dann dachte ich, oh. Ja. Dann geht man fremd, ne? Man hat's einfach gemacht. Und dann stellt man fest, während man fertig ist, so. Scheiße. Das heißt, man macht erst, ja? Und erst wenn man getan hat, wenn es zu spät ist, dann sagen wir, Scheiße. Meine Frau zu Hause, die Kinder. Oh Gott, oh Gott. Und dann kommt wieder das Tortenbeispiel vom 29.09., auf das ich jetzt hier nochmal verweise. Nochmal. Immer wieder verweise ich darauf, weil ich immer wieder neue Menschen komme. Es kommen immer mehr Leute auf meine Seite. Es gehen auch wieder Leute und alle sind vogelfrei. Jeder kann freiwillig entscheiden, ob er sich das geben will. Ob er sich wirklich spiegeln möchte. Ob er sich wirklich neu kennenlernen will. Beziehungsweise er einfach daran erinnert wird, wer er eigentlich ist. Weil. Ich kann nichts in euch auslösen, was nicht in euch ist. Ich kann nur Knöpfe drücken. Spiegel, ne? Ihr guckt mich an und in dem Moment könnt ihr euch nicht mit mir identifizieren, obwohl ich ja dann ihr seid, ne? Weil ihr lest meine Texte und ihr fühlt das ja dann so. Ah, ne? Wenn ich sage, ich habe jemanden, ich habe ein Kind mit einem Baseballschläger am Kopf gehauen, ne? Sagt ihr erstmal, um Gottes Willen, wie kannst du nur? Ne? Weil jeder das Mitgefühl, dieses in die Situation sich hinein vorstellen, so hineinversetzen mit seiner eigenen Fantasie. Und dann denkt man so, der Schmerz, das arme Kind, ne? Jeden Tag sterben 40.000 Kinder in Afrika, ne? Aber das arme Kind, ne? Von dem der Dennis gerade erzählt, oh mein Gott, das ist wichtiger als 40.000 Menschen. Ja, die 40.000 Menschen in Afrika, die kennen wir ja schon. Aber das ist neu. Ein Baseballschläger trifft einen auf den Kopf. Ja. Ihr wollt den Schmerz, ihr kriegt den Schmerz. Bis dahin. Ciao.